zweites Spiel innerhalb von 2 Tagen. Erstmal die Frage, wie fühlt sich das so an, nach nicht mal 24 Stunden wieder auf dem Platz zu stehen? Ja, es ist, also, ist schon ein gutes Gefühl. Intensität ist hoch, das ist klar. Ist auch die Vorbereitung, so soll es sein. Wir wollen uns auf die Liga vorbereiten, deswegen ist es doch schön gut so. Und Beine sind natürlich ein bisschen schwer, aber so muss es natürlich in der Vorbereitung sein. Also alles gut. Und wie war es hier heute gegen Kreisligisten? Wurden Sie gut empfangen? Wie hat es Ihnen hier gefallen in Neuzelle? Also es ist schon immer schön zu sehen, wie die das hier so selbstständig alles aufbauen. Und man sieht, die vielen Fans sind gekommen, hier ist einiges los. Die feiern hier alle ein bisschen und war guter Empfang, alles gut hier. Zweites Testspiel innerhalb von 2 Tagen. Wie fühlt sich das an, so nicht mal 24 Stunden nach dem letzten Spiel? Ja, es ist normal, das ist Vorbereitung. Es ist natürlich schön, hier auf die Dörfer zu kommen, ein bisschen Fußball zu spielen vor der Kulisse, Spaß zu haben. Und ich glaube, da merkt man das gar nicht, dass man schwere Beine hat. Ja, habt ihr entsprechend auch stürmisch losgelegt direkt am Anfang. Woran lag es? Wart ihr einfach so motiviert, nochmal Fußball zu spielen? Ja klar, also unser Trainer stellt uns immer gut drauf ein, sagt, dass wir Spaß haben sollen. Ich glaube, das ist dafür da, um einfach ein Gefühl zu bekommen, wieder 11 gegen 11 zu spielen. Und ich glaube, ein Testspiel hier ist immer besser, als alleine zu trainieren innerhalb der Mannschaft. Und es macht einfach Spaß, vor einer Kulisse zu spielen. Kommen wir noch zu dem letzten Testspiel morgen, zum letzten Testspiel von diesem Wochenende. Was nehmt ihr euch da nochmal vor? Auch nochmal zweistellig treffen? Ja, definitiv. Wieder Spaß haben, Tore erzielen, gute Spielzüge dabei haben und ja, einfach den Zuschauern was bieten. Ich glaube, das ist das, worum es geht. Axel Borgmann, zweites Testspiel innerhalb von 2 Tagen. Wie fühlt sich das so an, nicht mal 24 Stunden nach dem letzten Spiel? Ist trotzdem angenehm. Wir sind in der Vorbereitung. Ich glaube, das ist klar, dass man auch mal schwere Beine hat. Aber nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, auch besser als so eine Trainingseinheit, weil man die Abläufe reinbekommen kann, man kann den Ball gut laufen lassen. Man ist ja ein Ticken athletischer und schneller als die Gegner. Und wenn man es da schlau spielt, seine Technik ausspielt, dann ist es dann auch nicht zu anstrengend. Ja, habt ihr dann auch direkt sehr schnell losgelegt? Ich glaube, 3 Tore innerhalb von 3 Minuten oder 4 Minuten. War das Ziel, direkt mal schnell zu treffen? Ja, natürlich. Also wir wussten, dass wenn man so Spiele ein bisschen seriös angeht, dann ist es für die 90 Minuten auf Dauer einfach einfacher, weil man dann in so einen Flow reinkommt, wie wir es der ersten Halbzeit auch gemacht haben. Haben wir auch zweite Halbzeit gesehen, dass es dann eben, wenn man die ersten 5, 6 Chancen nicht reinmacht, die man eigentlich reinmachen muss, dass man dann in so eine Situation kommt, wo man dann unzufrieden wird. Hört sich jetzt blöd an beim 20-0, aber ich glaube, hier wären auch 25 oder 26 Tore möglich gewesen, nichts gegen den Gegner. Aber da waren wir einfach nicht mehr so konsequent und sowas muss man halt in so Testspielen gegen schlechtere Gegner dann trotzdem auch seriös runterspielen. Lukas Werner, Torwart des Neuzeller SV. Sie haben eine Halbzeit im Tor gestanden. Wie war es denn gegen die Profis? Wie war das Tempo? Das Tempo war hoch vom Korpus, aber hat auch Spaß gemacht. Gab was zu halten, hatte was zu tun gehabt. War super. Einmaliges Erlebnis.